So, meine Damen und Herren, dann kommen wir jetzt, der Mausedieter. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem jungen Mann, den seine Freunde alle nur liebevoll nennen. Er ist der neue Pro7-Koch, meine Damen und Herren. Er kocht hier täglich, was das Zeug hält. Begrüßen Sie recht herzlich Ralf Zacherl. Merken Sie sich diesen Namen? Schnell noch die Küche anschließen. Das ist einer unserer Requisiteure. Ja, ist fast vorbereitet. Unsere Requisiteure Mauseramer und Mausechris. Kleiner Applaus, meine Damen und Herren. Für Mauseramer und Mausechris. Ich komme vor. So. Wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Also das habe ich anders gelernt. Alfons Schubeck, Eckhard Witzig, Mann und wie die alle heißen, die Köche, sie sieht doch kein Koch aus. Ich habe mich extra total schick gemacht für dich heute. Danke. Ja. Aber du bist jetzt so kochst du auch bei ProSieben? Ja, klar. In diesem verlumpten Outfit. Komm, wir machen es mal ein bisschen schick. Oder willst du so bleiben? Kochst du in der Sendung mit Mütze und mit Schürze und so? Ja, ich habe normalerweise immer so einen Hut auf und Schürze und Kochjacke. Ach so, das schon, ja? Also das hat sich nur für uns ein bisschen lässig gemacht. Eigentlich bist du ein Spießer. Nein. So. Aber den Bart hast du sonst auch, oder? Nee, normalerweise ist nur angeklebt, der wird abgemacht. Na, aber da besteht da nicht die Gefahr, dass man an die Suppe kommt mit, wenn man mal so mal riechen will und zack. Hast du den Dip am Bart, ja? Hast du neben den Salat dann? So, meine Damen und Herren. Was machen wir denn? Also, das ist ja, ist das eine normale Kochsendung, wie wir sie kennen, oder gibt es da irgendwie was Spezielles? Ist es wie bei Bioleck? Nee, also bei uns, wir kochen also nicht so. Wir kochen auch nicht so. So? Ja, sondern? Also nur die Hiwis, die kochen immer so. Ja, dann bleib ich so. Ja, du bleibst so. Also, und wir machen jetzt eine Currywurst zum Trinken. Eine was? Eine Currywurst zum Trinken. Eine Currywurst zum Trinken? Ja, ganz, ganz, ganz einfach. Ja. Weil wir kochen ja immer einfach und lecker. Ja. Wir brauchen eigentlich auch nur einen Topf, eine Fritteuse und eine Pfanne. Ja. Und danach machen wir dann noch ein Fleischkaugummi. Okay. Ja? Ja. Ein Fleischkaugummi? Ja. Ein Fleischkaugummi? Ja, ich dachte irgendwie, du stinkst doch immer so. Haben mir die Leute hinten gesagt, geh nicht zu nah an Stefan ran, der hat so Mundgeruch. Ich stinke so? Nee, wir machen ein Fleischkaugummi. Wer erzählt denn sowas? Die Mausejule! Ich stinke? Warum sagt mir das keiner, wenn ich stinke? Stink ich? Hat er vorher noch gesagt, als wir hinten bei der Maske waren, oder? Hier. Wer? Der nimmt mir den schwarzen Haaren da drüben. Da. Ja. Der stinkt selbst. So, also jetzt machen wir, wofür brauchen wir denn Klebeband? Falls wir uns verletzen. Ach so, alles klar. Also ich habe Brandsalbe dabei, hier. Ja, okay. Und Pflaster. Das ist aber alles echt, wir kochen jetzt echt. Ja, ja klar, schon. Also, jetzt machen wir erstmal diese Trinkwurst. Kennst du dich hier aus? Trinkwurst haben wir früher auch. Ich habe ja früher selbst mal Würste gemacht. Bei uns hieß es immer Raps, Wasserwurst löscht den Hunger, stillt den Durst. Ja? Trinkwurst. So, jetzt machen, das kommt immer bei ProSieben um wann? 11:30 Uhr. Jeden Tag? Montag bis Freitag. Wochenende habe ich frei. Das finde ich immer faszinierend. Jetzt sind fast alle Stücke gleich groß. Fast, ja. Ja. Ich gebe mir immer Mühe. Kannst du das auch machen? Bisschen Zwiebel, natürlich. Selber. Ich bin großer Zwiebelexperte. Ja. Okay, dann haben wir ich esse die am Stück. Ingwer, ganz wichtig. Ja. Okay, dann sieht man mal, okay, hier, das waren meine und das waren Stefan seine. Ja, dann warte, ich bin noch nicht fertig. Mach mal den nächsten noch. Ja. Hier. So. So. Weiter geht's. Du musst es ein bisschen. So. Was machen wir da als nächstes? Ingwer. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Das Ingwer? Ja. Mause-Ingwer! Dass Ingwer so aussieht, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, so anders.
Ich hatte Ingwer jetzt überhaupt nicht im Kopf. Ist aber schon bearbeiteter Ingwer, oder? Ich habe den vorhin schon geschält, damit es ein bisschen schneller geht. Wie sieht der Wir verlieren gerade so viel Zeit. Komm, ach so. Was klein, klein, groß, was willst du? Ja, so wie deine Zwiebel. Ja. So, mach schnell, wir verlieren Zeit. Okay, komm hier. Komm, auch noch die Würste. Jetzt mach schnell, wir verlieren Zeit. Ja, nachher okay, sagst du, wir wären nicht fertig geworden, ich wäre schuld. Zitronengras? Was? Zitronengras auch noch. So. Ja, aber wenn du sowas, wie soll das je in der Sendung fertig werden? Was ist denn Zitronengras? Können Sie sich ja dann um 11 Uhr, um halb 11, halb 12, wann angucken? 11.30 Uhr. 11.30 Uhr, ja. 11.30 Uhr, bei jedem Tag? Ja, Montag bis Freitag. Kochen auch Prominente mit dir oder kochst du alleine vor dich hin? Nee, ich habe auch ab und zu mal Prominente. Ich hoffe, dass du mal kommst, gell? Ja. Weil ich sehe schon diese Fähigkeiten. Ne? Natürlich. Da schaffen wir endlich mal eine 5-Minuten-Sendung. Ja. So. Zitronengras, die Sachen, die ich überhaupt nicht kenne. Nee, mach mal ein bisschen feiner, okay? Ja. So. So. Oh, da brennt was an. Ja, ja, komm, muss aufpassen. Ja. So, was ist denn Zitronengras? Habe ich noch nie gesehen. Wo wächst denn Zitronengras? Aber nicht hier im Park, oder? Ja, aber in Thailand. In Thailand, na. Mhm. Zitronengras. Kann man das auch rauchen oder nur essen? Ich hab's noch nicht probiert, aber wir können uns nachher einen drehen, ja. Ja. Okay, komm mal. Kochst du auch noch in einem richtigen Restaurant oder verdienst du dein Geld nur bei ProSieben? Nee, Quatsch. Bei ProSieben verdiene ich gar kein Geld. Ach so. Wir haben doch gar keinen Vertrag. Aber, das riecht schon gut. Ja, super, gell? Zitronengras dazu. Ja, Zitronengras dazu. Okay, jetzt lassen wir das so ein bisschen anrüsten, ja? Ja. Das riecht aber schon gut. Wenn ich das da reingetan hätte, würde das genauso gut riechen? Ja, viel besser wahrscheinlich bei dir. Ja. Knoblauch haben wir noch vergessen. Knoblauch. Mauseknoblauch! Das haben wir genau das Richtige. Einfach anschlagen. Was? Schlag mal an. Wie anschlagen? Ja, anschlagen, so. Du wirfst den mit der Schale da rein? Ja, klar. Ich mach mir zu Hause immer die Mühe und pille das alles ab und dann stinken meine Finger immer 3 Tage. Deswegen bist du wahrscheinlich so langsam. Einfach nur anschlagen. Ja. Dazu? So. Tomatensaft. Mausetomatensaft! Noch dazu? Tomatensaft? Wir sind hier schon fast fertig. Was haben wir noch reingetan? Salz und Pfeffer. Jetzt kommen die Fritten noch in die Fritteuse. Das kenne ich. Ja. Fritten, dann wieder runter. So, sehr gut. Und super. Ja. So, und dann? Würste. Was? Würste. Würste, ah. So, auch fertig. Und dann? Sind das Uli Hoeneß Würste eigentlich? Uli Hoeneß, Ja, genau, in Bayern. Bayern, Nürnberger Würste. Ja. Nee, ist, glaube ich, Klaus Augenthal. So, wie lange dauert das jetzt, bis das fertig ist? Wir sind eigentlich fast fertig, wenn die Würste fertig werden. Die Würste sind leider nicht fertig, aber das kann man ja bei dir jeden Tag sehen. Ab wann? Ab heute? Ab morgen? 11.30 Uhr. Nee, ab heute läuft schon? Nee. Ab letzten Donnerstag schon. Ab letzten Donnerstag schon? Mhm. Also heute, morgen auch. Morgen um 11.30 Uhr genau das Gericht hier kriegen Sie dann beim Ralf serviert. Und was wir morgen bei uns ist? Nee. Mikaken um. Nick Hacknell von Simply Red, kennst du, oder? Der Rothaarige? Genau, der Rothaarige. Ansonsten gucken Sie morgen bitte Ralf Zacherl, wenn Sie arbeitslos sind. Wenn nicht, gucken Sie morgen Abend wieder rein. Und dann macht es gut. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Bis morgen, meine Damen und Herren.